Hallo und willkommen zurück bei Vortragskräfte Evolved mit der Tibra. Grüß euch. Und mir, dem anderen, grüße euch. Ja, mein PC ist neu gestartet, Updates gemacht, jetzt schaue ich mir was Neues an. Genau. Ich habe bereits begonnen mit dem zweiten Transportweg fürs Lithium. Mhm. Bin auch schon unterhalb von unserer Geschosse und baue mir gerade da in die Tiefe runter. Und ja, was schaut sich die Tibra an in der Folge? Ich würde mir gerne anschauen, da gibt es ja diese Roboter, die kleinen, die Felker, die Loot-Sachen einsammeln und in einen Storage-Hopper packen. Ja. Und ich habe keine Ahnung, was man da alles braucht. Ich weiß nur, dass ich unter Logistik so mal die Teile da. Wir haben sie selbst noch nie verwendet, haben sie noch nie gesehen. Mhm. Oder keine Ahnung, ob das Mini-Dinger sind vom Wasser oder was auch immer, das werden wir jetzt gemeinsam feststellen. Ja. Schauen wir mal. Auf jeden Fall brauchen wir da das Beacon, gell? Das, was Info gibt, dass die Dinger starten. Mhm. Na. Achso, ja, der Felker-Beacon. Ja, genau. Der anzeigt, wo sie die Sachen. Ja, genau. Zusammen. Mhm. In einem Umkreis von 32 Meter. Also in einem Raum von 32 Meter. Dass die das automatisch einsammeln. Die Frage, ist das Radius oder ist das Durchmesser? Ja. Make of a 32 Meter Area. Area? Mhm. Dann ist 32 mit 32 Blöcke. Okay. Gut, das, wir wollen es an jedem Eck machen. Ich mag so jetzt einmal nur einmal. Damit wir mal sehen, wie es funktioniert. Also haben PCP brauchen wir da. Die waren doch da drinnen. Yep. Hm. Es könnte da der Radius sein, ne? Keine Ahnung, ich werde es so mit einem mal ausprobieren und dann sehen wir sie. Mhm. Ich werde dann ganz frech die Reducer wegnehmen. So, der Beacon. Dann braucht er einen Street Scanner. Ah ja, das kann ich machen. Sehr schön. Gut, unter Logistik war das. Hm. Uiuiui. Was denn? Yep. Okay. Ich hab gerade in der Hülle reingegraben. Mhm. So, wir bauen uns jetzt runter. Ja, genau. Was magst du? Ja, ich baue den zweiten Transportpipe fürs Lithium auf. Ah, okay. Bin schon fast unten. Ah, okay. Den war relativ weit unten zumindest. Ah ja, und das Ganze braucht Energy. Und ich würde auf Erdgeschosshöhe einfach eine Plattform rausbasteln. Ich weiß nicht, was sagst du dazu? Ja, würde ich auch sagen. Logistik-Felgen. Plattform auf ein paar Seiten kannst du, glaube ich, direkt auf den Boden stellen. Und ein, zwei Seiten, mhm. Eine Seite, glaube ich, hängt in der Luft. Auf Erdgeschosshöhe. Da wird es halt so ein Balkon oder so. Mhm. Auf zwei Seiten, glaube ich, hängt es in der Höhe. Mhm. Okay. Ach, diese Beleuchtung verwirrt mich immer jetzt da. Ich glaube, ich bin da im Falschen. Gut, wir müssen jetzt noch eines haben. Die grünen PCBs. Ich habe nämlich das Geschoss extra markiert, wo wir hin müssen. Die grünen PCBs brauchen wir da. Nickel. Nickel, ja genau. Das sind die Fortified. Sind die grün? Sie sind grün. Wie schön. So, ups. Nicht hängen bleiben. Das ist so eng. Das ist für zierliche Leute gebaut. Für zierliche Roboter, aber nicht für mich. Was die Produktion meint? Ja. Ja, man braucht ja das nicht so oft. Zuerst braucht man das. Und das hat wieder den Auto-Upgrader. Na, alter Falter. Machine Housing. Okay. Ah, Zinnplatten. Gut, das können wir.
Müssten sogar welche im indischen Lager sein. Mhm. Und wenn nicht, wir haben ja diese Produktionen. Genau. So, weg mit dem, das brauche ich nicht. Außerdem will ich ja diese blauen Augen haben, die Facetted Blau, Blue Facetted Eye, ne? Genau. Und deshalb werden wir, wenn die Tibro das fertig aufgebaut hat auf den und vier es funktioniert. Und es funktioniert, genau. Ja. Werden wir die Reducer vorübergehend wegnehmen und mal schauen, was passiert. Machen wir ein paar. Genau. Wir wissen nämlich nicht, wie viel. Und wir wissen auch nicht, was auf uns zukommt. Energie bei uns verbraucht wird momentan. So, also. Das heißt, keine Ahnung, wie hoch wir den Counter treiben werden. Diese die Automatik, die habe ich. Servomotor. Oh, steht da an einem Erdzahn, das kann aber nicht wahr sein. Hoffentlich ist das nur ein Block. Brauchen wir. Copperbars. Ist natürlich nicht nur ein Block. Naja, in der Tiefe. Ja, wir hätte sein können, dass er da am Rand irgendwie. So, das ist immer ein Hin und Her, wo ich auch da abgerät habe. Man darf ja hoffen. Ah, Copperwire. Da unten. Haben wir Copperwire drinnen? Bitte, und schon sind wir hier unten. Copperwire, na bitte. Super cool. So, keine Ahnung, was ich da mache, muss ich ehrlich zugeben, aber ich mache halt einmal. Cool. So schlimm wird es schon nicht sein. Iron Wire. Ah, ich glaube, Eisendraht haben wir nicht mehr drin, gell? Im Händischen. Es sind dritte drin, welche kann ich jetzt nicht auswendig sagen. Kupfer auf alle Fälle. Und Lithium, okay. Lithium und Zinn vermutlich. Ja. Kupfer, Lithium. Ich weiß gar nicht, für was ich einen Lithiumdraht mal gebraucht habe. Iron Wire. Wire. Iron Wire. Na bitte, da ist Iron Wire. Nehmen wir sich gleich ein ganzes Backerli. Super, also die Produktion ist wirklich Gold wert. Man geht einfach das hin stimmt, und ja. nimmt. Nimmt sie das, ja. Das habe ich schon gemacht. Das, ja. Übrigens, der Copper Coil Produktion steht auch wieder. Ah ja, sehr gut. Muss ich dann gleich schauen und mir was rausnehmen. Bin mir nicht sicher, weil wie ich es aufgebaut habe, außerhalb der Aufnahme war es ja so, dass Kupferlager gerade nicht voll war. Braucht der Energie? Braucht Collector required? Ah ja, der Beacon braucht Energy. Ich werde das einfach mal provisorisch aufstellen und ausprobieren. Ja, das wird wahrscheinlich das kleinste Power Storage wieder reichen mit einem Pyrothermik-Generator. Ich schau mal, ob ich alles dabei habe. Power Storage, Kohlekocher, jo. Möglich, dass die, wo diese Felkers drin sind, dass das ein bisschen mehr frisst, aber das siehst du nicht. So. Aus welchem Eck kommen die eigentlich am häufigsten? Hast du eine Idee? Na, kommen immer abwechselnd. Okay, ich stelle es trotzdem nur jetzt einmal auf und werde dann beinhart das Ganze provozieren. Also nicht erschrecken. Nicht erschrecken, bitteschön. So. Du weißt, wo überall die Reducer stehen? Am Dach, ja. Ja, eben nicht nur. Okay, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Hm? Ja, ich überlege selbst gerade. wir haben auf die Power Storages, glaube ich, unten, da im Zentrum. Okay. Da habe ich ein paar draufgepickt. Dann unten bei der Kohleanreicherung stehen auf alle Fälle welche. Dann stehen ich bilde mir ein, dass sie ja bei den Smelter, dass da welche drauf sind. Okay. Ja, stimmt.
Ah, und da sind wir. Da gehören wir ja mit den Rohren. Ich hab, da ist so ein kleiner Fellchor. Da ist der lieb. Schaut der aus wie der Asa im Mini, oder? Ah, das ist. Na, das ist wie so ein. Ja, wie beschreibe ich den Blech jetzt? Blecherne Fledermaus. Wie ein. Ein kleines, winziges Raumschiff. Ah, okay. Ja. Cool. Ja. Ich werde den aber abbauen. Und werde ihn daneben hinstellen. Schauen wir mal. Genau. Gut, wir haben jetzt mittlerweile das Lithium herunten. Die Power ist da. Und jetzt muss ich leider ein kleines Geständnis machen. Wir haben noch kein Lithium gefunden. Das heißt, wir werden uns jetzt da auf die Suche nach Erze begeben. Da dann seht ihr gleich einmal unsere Minenschächte. Das da ist noch relativ klein vom Ausbau her. Also ich dauert das mal oben die Reducer wegzunehmen. Ja. Unser zentraler Punkt, wo praktisch die Energieversorgung nach unten läuft, das kennen Sie ja schon. Ich baue dann immer so Hauptwege mal in alle vier Himmelsrichtungen. Und habe dann hier mal begonnen, da schau her. Da sitzt ja schon der erste Energiedieb. Ach so? Ja. Ich werde. Ich liebe euch. Ich werde die aber da lassen. Werde die da drauf setzen, damit er weiß, wo die waren. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das war auch das Geschoss, wo ich die auf den Sand gestoßen bin, den ich da komplett rausgenommen habe. Da dürfte ich irgendwann einmal aufgehört haben. Und bauen außerhalb der Aufnahme. So. Jetzt bin ich aber voll gespannt. Ja, da kommen wir schon hin. Ich hätte gern ein paar Wespen. Oh. Du glaubst, dass sie dann genau auf dem einen Eck kommen, wo du das aufgebaut hast? Wenn du sagst, die kommen von rundherum? Nein, sie kommen immer von einem Eck, aber immer abwechselnd. Ach so, okay. Deshalb hat mich auch gewundert, dass du... ich verstehe schon, was du meinst. Ich hab glaubt, die... ja. Na, sie kommen nicht von alle vier Ecken gleichzeitig. Ja, nicht gleichzeitig, aber einmal dort, damit la. Ich meine, die MKs sind ja eh nicht schlecht, aber... Also wenn wir auslösen, dann kommen es von irgendeinen der vier Bases, die da so diagonal rund um uns stehen. Aber von welcher, das ist immer unterschiedlich. Nur dann kommen sie eben nur von der einen. Wenn das dann vorbei ist, beim nächsten Mal können sie dann wieder von irgendeiner anderen kommen. So, schauen wir mal, was sich beim Street tut. Das riecht null. Alter, du bist fad. Fad. Ich habe keine Ahnung, ob der normale Stromverbrauch ausreicht, aber normalerweise sollte es ja doch einiges sein, was weggeht. Ja, und beim Hivement drüben, glaube ich, stehen ja auch welche, ne? Reducer? Mhm. Ja, stimmt. Die werden auch mitzählen wahrscheinlich. So weit weg stehen die nicht. So.
Wir waren ja fleißig im Verteilen dieser Teile. Oder besser gesagt, du. Ja, damit. Zeitlang haben wir ja ständig Angriffe gehabt. Haben wir irgendwas fürs Labor? Das löst es auch aus. Nicht gut. Nein, wir haben momentan auch überhaupt keine Projekte zum. Die sind jetzt alle durch. So, die sind mal weggenommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, passt. So, jetzt werden wir dann gleich mal scannen, dass wir Lithium wo finden. Hallo, Wespen. So, ich bin ja gespannt. Es funktioniert. Ich will die kleinen Dinger flitzen sehen. Ja, weil wenn wir da mal also wirklich viel Loot zusammenkriegen, da kann man sich sogar anschauen mit diesen, da gibt es ja so Storage-Hopper, die gekühlt sind. Die Cryo-Hopper, ja. Und da gibt es ja dann dazu Fabrikation, wo du praktisch mehrere defekte Teile reintust von genau, und der macht das Loot zum Ganzen. Der macht das zu einem Ganzen wieder, genau. Und das wäre dann das Nächste. Es gibt immer was zu tun. Dann ist natürlich die Frage des Transportweges dann von den Felkers weg. Aus den Storage Hoppern raus muss das ja dann. Ja. Wegtransportiert werden. Wegtransportieren, genau. Ja, und damit das nicht kaputt ist, also damit du das noch weiter verwenden kannst, wenn ich es richtig verstanden habe, brauchst du dann sowieso Storage Hopper bei den Felkers auch schon, die so gekühlter sind. Ah, okay. Ich habe jetzt nur einen normalen Storage-Hopper hingebaut. Ja, nein, jetzt reicht es einmal zum Testen. Aber wenn du irgendwann einmal die Defekten auch verwenden willst, dann müssen die, glaube ich, durchgehend gekühlt werden. So, Sweet. Ah, Sweet 174. Ja. Na bitte, geht nach oben. Eigentlich müsste es bald anfangen, ne? Müsste dann gleich anfangen, ja. Gut, dann tue ich keine, am Dach keine mehr weg, keine Reducer, sondern halte nur noch Ausschau. Wo ist das jetzt überall weggenommen? Am äußeren Ring. Im Hauptgebäude oder beim... Ja. Hive. Beim Hive meint noch gar nichts. Noch gar nichts, ne? Okay. Ich habe es aber daneben hingestellt, das heißt, das kann man jederzeit einfach nehmen und hinpfropfen wieder. Ah, okay. Dass es kein Thema gibt. So, cool. Ich lausche und suche und schaue. Ja, normal wird sie laut angekündigt. Ja. Und mach mal einen Schluck von meinem Sangria. Moment. Vom Ingame-Sangria natürlich, ja. Also die Tipper würde sie ja nie erlauben, dass sie jetzt einfach Moment. Euch da im Standbild zurücklässt und in real life von ihrem Sangria trinkt. Ich komme gar nicht dazu, weil ich lachen muss. Lachen hört man es, glaube ich, sogar in meinem Mikro. So ein fröhlicher Mensch bin ich. So, und dann wird's bald. Ei, das wird da wieder Abus kosten. Was denn? Der leckere Sangria, oder was? Ja, das ist totale Fehlverhalten. Du kannst dir die Zuseher nicht alleine vom Bildschirm lassen.
Ja, Sie wissen ja, dass ich von meinem Sangria trinke. So, wir sind jetzt in der Fortress-Kräftfolge. Viel Spaß die nächsten 20 Minuten. Ich bin jetzt mal Wäsche aufhängen. Echt? Du hängst die Wäsche auf? Juhu! Nein, ich habe gerade die Tibra nachgemacht. So macht man aus einem Let's Play ein 1000 Folgen Let's Play. Ja, genau. Ja, im Haushalt gibt es viel zu tun. Seid live dabei. Genau.